Gleich drei Tiefdruckgebiete kümmern sich um das Wetter zum Jahreswechsel. Es sind Hermine, Julia und Kira. Und da ist natürlich klar, weil wir mitten in diesem Tiefdruckzentrum stecken, dass da auch rund um den Jahreswechsel teilweise nasskaltes Wetter da ist mit Schnee und auch mit Regen. Hier sieht man noch einmal dieses Dreigestirn an Tiefdruckgebieten, und die Hochdruckgebiete sind ganz, ganz weit weg. Einmal hier bei den Azoren und auch am östlichen Mittelmeer zu finden. Wir kommen nicht aus dem Tiefdruckkarussell heraus, und von Westen nähert sich das Tief Julia. Hier sieht man sehr schön diesen Wolkenkringel, wie er sich dann im Laufe des Tages von Westen her nach Deutschland reinschiebt. Vormittag schon betroffen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Teile Badens. Hier beginnt es zu schneien. Ganz tief unten ist es der Regen. Sonst örtlich Nebel, bewölkt Sonne. Das wechselt immer wieder mal ein bisschen, aber das verschiebt sich immer mehr zugunsten der Wolken dann am Nachmittag. Aber gerade in der Osthälfte hält die Sonne zum Teil noch durch. Nebelfelder teilweise zäh in der Oberpfalz und auch in Niederbayern. Und dann in der Westhälfte dieses Regen- und Schneefallgebiet. Schneefallgrenze so um die 400, 500, maximal 600 Meter. Also ein winterliches Bild in den Mittelgebirgslagen. Dann zum Jahresausklang der Windfrische auch böig auf. Und in den Hochlagen, da gibt es dann Schneeverwehungen. Richtung Osten ist der Wind allgemein ein bisschen schwächer. Temperaturen, die liegen je nach Höhenlage zwischen 0 und maximal 6 Grad. Die 6 Grad am Oberrhein entlang. Ja, und auch in der Silvesternacht bzw. in der Neujahrsnacht haben wir dann diesen Wolkenkringel über Deutschland mit Regen- und Schneewolken, hauptsächlich in der Mitte und im Süden des Landes. Und bitte aufpassen, Klettegefahr. Tja, es war ein bewegtes Jahr, auch für mich natürlich. Ich wünsche Ihnen und euch ein gesundes, ein glückliches neues Jahr mit voller Zuversicht.